So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute geht's auf nach Nürnberg. Das Wetter ist wieder mal beste. Guckt euch das Wetter an. Es regnet, es ist nass. 2 Stunden Fahrt, ist jetzt nicht so wild, aber vorher muss ich erstmal Pupsi abholen. Adis Kackebeutel noch ausleeren, der ist nämlich voll, damit er in Ruhe kacken kann, während wir nicht da sind. Und würde ich sagen, fahren wir nach Nürnberg, melden uns mal in der Unterkunft, machen eine Roomtour, um zu gucken, wie es da aussieht. Man vergleicht da immer, manches ist richtig toll, manches ist nicht so toll, manches ist episch. Deswegen gucke ich mal, was die Stadt zu bieten hat. Heute ist Sonntag, da ist im Prinzip aber alles zu, da wirst du nicht viel sehen, aber irgendwie habe ich Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Heute gab es auch extra keine Raids für Zuschauer und in Nürnberg dann wahrscheinlich erstmal was zu essen suchen, nachdem wir in der Unterkunft angekommen sind. Vielleicht gibt es da irgendwas hin und her. Ich habe jetzt ein paar Getränke eingepackt für die Fahrt, für Pupsi, dass sie nicht austrocknet. So, ich war jetzt kurz an der Tanke, ne? Haben wir hier 50 Euro reingelassen. 50 Euro! Das ist eigentlich nicht viel, weil der Tank war im Prinzip komplett leer und bei 50 Euro ist er im Prinzip komplett voll, weil das hat 1,57 gekostet. Bisschen teuer. Normalerweise ist er mit 40 Euro oder irgendwas voll. Man könnte mittlerweile schon sagen, wie der Tank eines Mannes, so auch sein Johannes, ne? Nicht mehr wie die Nase. Ist halt, passt halt nicht viel rein. Ne? Was ich jetzt hier noch gefunden habe, möchte ich euch auch zeigen. Da steht nämlich ein Wurstautomat. Und das ist richtig genial. Da wollte ich letztens schon halten und wollte da was mitnehmen. Dann bin ich dran vorbeigefahren. Und jetzt haben wir den wieder hier. Der Wurstautomat. Hier gibt es sogar Soljanka, Bruder, Wildgulasch, alles dabei. Rost, Brädel, Knoblauch. Habt ihr auch schon mal einen Wurstautomat gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Bei der Auf die Dicken Tour mit Iswo gibt es auch eine Folge Ramses und der Wurstautomat. Da war das erste Mal, dass ich einen Wurstautomat überhaupt gesehen habe. Bei Iswo in the Hood. Die Folge seht ihr aber dann irgendwann, wenn Sonntag wieder normale Sachen kommen. Aber da muss ich mir auch irgendwann mal Knoblauchsteaks holen. Aber jetzt nicht, weil jetzt werde ich gerade nass. So, Pupsi ist nochmal Geld abheben gegangen. Nochmal ordentlich Cash in die Tasche und dann, keine Ahnung, wollten wir eigentlich zu McDonald's was mitnehmen zum Frühstück für zwischendurch, aber jetzt hat sie doch nicht so Hunger. Mir ist es auch egal, deswegen werden wir wahrscheinlich direkt durchfahren. Außer ich muss noch mal Pipi. Obwohl, das kann ich ja hier auch machen. Seht ihr das? Wie das da runterfliegt? Also ich sehe das, aber ich glaube, auf der Kamera sieht man das nicht so. Bam! Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Wie diese einzelnen Tropfen da einfach runterkommen. Zack! Ich glaube, man sieht das nicht auf Kamera, egal. Von hier sieht es aus wie Zeitlupe, wie das da runter tropft und man einfach so gucken kann. Ja, egal, wir fahren weiter. So, jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, seitdem Pupsi mit dabei war im Auto, da weht ein anderer Wind, so wie die Frisur. Und wir sind jetzt auch angekommen und weil heute Sonntag ist, braucht man nicht mal ein Parkticket. Bäh. Aber einen Roller, die verfolgen mich. Seitdem wir in München waren, sehe ich überall diese Roller. Jetzt seid ihr hier, Nürnberg, zack, Roller ist am Start. Da geht's runter zum Opernhaus, da müssen wir aber nicht hin. Pupsi will sich jetzt trotzdem mal den Fahrscheinautomat in Ruhe angucken. Wie gesagt, Sonntag ist frei, morgen 8 Uhr Ticket ziehen. Wir schauen jetzt mal, dass wir ins Hotel reinkommen und das Apartment und einchecken. So, jetzt will ich euch mal das Hotel zeigen, beziehungsweise eine kleine Roomtour auch machen. Wir stehen jetzt hier davor. Hier gegenüber ist ja Baustelle, keine Ahnung, ist Gerüst, sieht auf jeden Fall alles episch aus hier oben. Und hier hinter mir ist das Hotel. Das zeige ich euch mal so. Stand extra dran, das ist das mit der roten Fassade. Das sieht so aus von außen. Hier steht auch Astoria Apartments, ja. Richtig genial. Hier ist eine 4, Hausnummer 4. Hier geht's außen lang. Hier ist ein riesengroßes, mächtiges Tor. Wir wollten hier rein, ging nicht, war zu. Dann sind wir hier vor. Wollten vorne rein, ging natürlich nicht, war ja zu. Dann waren wir erstmal verwirrt. Jetzt mussten wir stundenlang nochmal die E-Mails durchprüfen, durchchecken,
Weil hier hast du für jedes Apartment eine einzelne Klingel, wo du dann im Prinzip, ich könnte jetzt hier auf die 104 klingeln, wir sind nämlich in der 104 und dann ist Pupsi oben dran und kann mit mir reden über den Sprechfunk. Hier ist aber ein Ziffernblatt und hier musstest du den Sicherheitscode eingeben, dass die Tür aufgeht, dass du rein kannst. Wir haben aber jetzt so eine Karte und wenn man die hier ranhält, dann kommt man rein ohne den Code, ungefähr so. So. Und das heißt, wir treten jetzt mal hier ein und zeigen euch direkt mal hier diesen Automat, denn das hier ist der Check-in. Hier könnt ihr nämlich einchecken, ja? Im Check-in checkt man ein. Und dann gibst du dein Zeug an und dann nimmst du hier so eine weiße Karte, legst die hier drauf und dann wird die beschriftet. Das haben wir jetzt gemacht, zwei Stück. Pupsi hat einen, ich habe einen. Weil die jetzt beschriftet ist, kann ich damit im Prinzip alle Türen öffnen. Kann kostenlos essen bei McDonald's. Die McDonald's Goldcard, guckt sie euch an. Nein, das natürlich nicht, aber ihr kommt jetzt hier rein und braucht diesen Code nicht mehr. Ihr habt da jetzt unten im Empfang, habt ihr hier noch Stühle rumstehen, ihr habt hier so eine alte Jukebox. Da geht es hinter zum Fahrstuhl, wo ihr hochfahrt. Da ist eine Tür, da geht es in den Hinterhof. Hier ist nochmal Tisch, ich weiß nicht, wer sich hier hinsetzt. Jetzt wollte ich sagen, hier ist ein Tisch, keine Ahnung, wer da sitzt, aber da ist gar kein Tisch, das ist ein Spiegel. Nur, dass der Spiegel gar nicht aussieht wie ein Spiegel. Irgendwie ist es voll weird, weil das so riesengroß ist. Wir laufen jetzt aber mal hier hinter. Astoria Apartments, sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Hier richtiges Nappaleda, ne, das ist hier Saturn, ne, das ist alles hier Budapest. Faszinierende Städte Budapest. Ich glaube, das muss ich mitnehmen. WC links, Apartment 5 rechts. Was ist jetzt hier mit? Kann man da noch raus? Ich wollte euch ganz kurz das vielleicht hier zeigen. Da kannst du nämlich hier rausgehen. Das ist ein Innenhof. Da ist ein Fahrradständer. Und dann siehst du die Rückseite von diesem großen schwarzen Tor, wo immer die Wäsche rausgefahren wird, reingefahren wird. Und sogar dieses Tor kannst du mit dieser Karte von außen aufmachen. Wie ich eben aus Versehen irgendwie bemerkt habe. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Hier stehen auch Pflanzen rum. Hier sind andere Apartments in diesem Innenhof. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Da geht's da hoch, da kannst du aufs Dach klettern, kannst die Innenstadt anschauen. Jetzt können wir wieder mit der Karte hier die Tür öffnen, gehen mal in den Fahrstuhl und fahren mal in die erste Etage, weil wir haben ja die 104, ihr seht 101 bis 106, das sind gar nicht so viele auf einer Etage, aber reicht ja. So, wir wollen hoch. Das sind 5, das sind 5, das sind 5, 6, irgendwas. Hier Protect Yourself, hier ist nochmal aufgelistet. Hier drückst du auf 1, dann geht das wieder zu. Dann hast du hier schon wieder einen Spiegel. Da kannst du dich wieder selbst begutachten. Ne? Guckt euch das an, der Dicke im Spiegel da. Und jetzt fahren wir einmal hoch. Wir überraschen Pupsi im Zimmer. Obwohl sie keine Überraschung ist, sie weiß ja eh, dass wir kommen. Jetzt ist das hier alles blau und dunkel. Da geht schon Licht an, da ist ein Rauchmelder. Das erste Zimmer, was ihr hier seht, ist direkt unseres. Da sind 3. Da geht's Apartment 105 und 106, Treppen. So, okay, die sind hier draußen im Treppenhaus. Jetzt nehmen wir das wieder, um hier reinzukommen. Und da seht ihr schon unsere Hütte. Die wir erstmal zumachen, um drin zu sein. Ihr habt ja auch so einen Code kleben für das WLAN, freies WLAN, alles. Gourmet-Tempel, Nürnberg, Frauentorgraben. Essen müssen wir heute auf jeden Fall auch noch irgendwas. Ihr habt ihr direkt auch die Küche gleich, wenn ihr reinkommt. Da hängt ein Butzlappen, also ein Geschirrtuch. Hier habt ihr einen Kühlschrank mit drin. Da ist jetzt auch schon eine Limo drin. Ihr habt die Pupsi wahrscheinlich reingelegt. Hier stehen, glaube ich, 2 Wasser. Das sind 2 Mini-Rittersport. Das sieht auch cool aus. Dann habt ihr hier an so ein... Alter, dann habt ihr hier Besteck. Habt ihr schon mal so ein Messer gesehen? Echtes Goldmesser. Echtes Goldgabel und echter Goldlöffel. Also, jetzt
verstehe ich immer, wieso die Leute im Hotel so viel mausen und immer alles mitnehmen müssen. Wo ich mir denke, kauft es euch doch selbst, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Hier ist noch Müll. Das geht hoffentlich. Hier Messer, Block. Kaffeemaschine ist da. Könnt Tee trinken, könnt Kaffee machen. Hier ist eine Mikrowelle am Start. Hier ist ein Toaster. Das finde ich auch interessant. Jetzt zieh das hier raus. Zack, schon geht das Licht an. Was das eigentlich sein soll, weiß ich nicht. Hier irgendwie kannst du was draufstellen. Der nächste macht's rein und dann fällt's runter. Also ist auch gut durchdacht. Hier habt ihr noch einen Schrank. Alles ist hier dunkel. Dunkle Teller, dunkle Platten, dunkle Schüsseln, dunkle Tassen, aber goldenes Besteck. Richtig brutal. Wenn ihr euch rumdreht, habt ihr auf der Seite hier auch die Toilette und das Bad. Machen wir auch mal hier an. Habt ihr hier die Toilette. Ihr habt da Waschbecken, alles mit drin. Da ein komischer Föhn, ne? Schon wieder ein Spiegel, den freue ich mich immer besonders. Und das ist die Dusche. Was ich ziemlich merkwürdig finde, weil du stehst dann da drin, Pupsi, ah ja, das kannst du bestimmt hier vorziehen. Ich habe gesagt, nee, guck, das ist fest. Das läuft dann hier rüber, hier vor, hier runter und dann da raus. Und dann in die Steckdose und dann fertig. Also normale Menschen stellen sich ja sowieso da an die Wand und tun sie von vorne nach dort abrausen. Aber ich kenne es bei Pupsi zu Hause, die würde das jetzt so machen und dann... Ich glaube, ich traue ihr sogar zu, sie stellt sich direkt an die Tür und braust in diese Richtung und lässt die Tür dabei auf. So schwimmt es nämlich immer bei uns. Das finde ich immer besonders toll. Ist auch schon wieder alles vergoldet. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Wenn ihr rauskommt, habt ihr hier nochmal einen Tisch. Hier habt ihr Pupsi im Hintergrund mit einer Kugel auf dem Kopf, weil die Lampe davor hängt. Schon wieder ein Spiegel. Hier ist noch ein Schrank. Da ist ein Sessel. Hier ist der größte Schuhanzieher der Welt. Das ist im Prinzip, ne? Damit ist er letztens durch Würzburg gelaufen. Ich sag's euch. Mit dem Schuhanzieher. Jetzt wisst ihr das. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da müssen wir nicht weiter gucken. Hier steht unser... Ne? Fällt euch was auf? Wo ist der Fernseher? Hier gibt's, also da hätte einen guten Fernseher reingepasst, ne? Oder wie auf den Tisch oder da drauf. Ich sehe keinen Fernseher, hier kann jeder reingucken. Pupsi sitzt da auf dem Bett rum. Da ist Licht, ich habe alles angemacht. Hier Teppich, hier ist nochmal dieser Reisekoffer. Was ich cool finde bei dieser Lampe, die habe ich auch angemacht, hier ist noch so ein USB-Port. Das heißt, ihr könnt da ein USB-Kabel reinstecken. Ansonsten könnt ihr die aber ausmachen. Ansonsten können wir sowieso den Rest ausmachen. Und dann gehen wir jetzt hier vor. Pupsi hat schon den PC ausgepackt. Ist schon wieder auf Netflix und chillt. Nee, ich habe Netflix noch schnell runtergeladen. Netflix runtergeladen. Hier haben wir noch Bücher. Entfesseltes Herz. Nachttisch, Schränkchen, Vita Cola am Start. Thermostat steht auch mit dabei. Klimaanlage, gut. Und irgendwas passt aber nicht, weil guckt euch mal den Hintergrund an hier. Wir haben das so einen komischen Wald, so einen düsteren, bösen Wald. Und sie hat gesagt, in jedem Zimmer gab es eine spezielle Tapete oder ein spezielles Bild. Und sie wollte extra das nehmen, wo dieser Löwe drauf war. Tiger. Tiger. Ja, Tiger, Löwe ist alles das Gleiche. Und jetzt haben wir diesen hässlichen Wald, aber egal. Ich finde es trotzdem ganz gemütlich hier. Vor allem das mit der Küche finde ich voll schön. Ich glaube, da werde ich mir heute Abend erstmal eine Pizza holen, weil wir haben keinen Ofen. Wir werden sowieso hier irgendwo was essen gehen direkt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir großartig kochen. Man muss ja die Köstlichkeiten von Nürnberg erforschen. Dass aber kein Fernseher da ist, finde ich ziemlich verwirrend. Ja, ich finde es auch doof. Aber wir haben einen Laptop. Ja, wir haben den Laptop. Da hat sie gut mitgedacht. Wir wollten nämlich noch auf Netflix hier Fear Street die drei Teile gucken. Aber der dritte kommt erst, wenn wir nicht mehr da sind. Also können wir nur zwei gucken. Wow! Sowas schon mal gesehen. Ja, wahrscheinlich. Ist ja nur eine Mikrowelle. So, das war's eigentlich. Ich kann euch noch mal zeigen, wie man mit dieser Karte draußen die Tür öffnet. Dann müssen wir aber so lange daneben stehen, bis die Tür wieder zugeht. Nicht, dass da Leute kommen und da eindringen ins Gebäude, mausen alles weg. Das wäre nicht so schön. Also melden wir uns gleich noch mal unten. So, und jetzt machen wir das, was verboten ist. Nämlich mit dieser Karte diese Tür auf. Das habe ich vorhin schon. Jetzt sieht's Pupsi auch mal. Nur vorhin stand eine Frau plötzlich drin und hat Wäsche gemacht. Und die ist dann aber später gegangen. Deswegen kann ich euch das nur mal demonstrieren. Fürs Video, wie das dann wäre.
wie das ganz automatisch aufgeht. Und ich habe euch die Tür vorhin von der Rückseite gezeigt mit dem Innenhof. Und das ist die Seite. Ist natürlich doof, wenn wir jetzt abhauen und dann kommen die Leute und gehen alle da rein. Ne? Deswegen müssen wir jetzt warten, bis die Tür wieder zugeht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Das ist Nürnberg. Zack, Tag 1. Apartment, Hotel, Check-in, sonst wie. Und wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen.